Und wir sind wieder back on track. Herzlich willkommen. Wir haben unseren großen Wasserverschleiß gefunden. Wir hatten hier Bakterienproben wie doof hergestellt. Jetzt ist es uns klar. Haben jetzt mal geswitcht, damit auch das Muttergen voll wird. Somit ist es dann mit den Bakterienproben aber auch gleich wieder aus. Wir werden dann eventuell sogar switchen einfach auf Muttergen T2. Wir brauchen nicht vor allem so unendlich viel, behaupte ich jetzt mal. Muttergen T2. Da brauchen wir zum Beispiel Honig und gemeine Larven. Oh, gemeine Larven haben wir natürlich nicht unendlich, so viel steht fest. Oh, wieso wird das nicht hergestellt? Was fehlt uns denn da? Gemeine Larven, Mutagen und Honig. Warum stellst du nicht her? Müsste doch eigentlich alles da sein, theoretisch. Anscheinend aber nicht. Denn irgendwas fehlt uns hier im Umkreis. Ist der Honig zu weit weg? Kann das sein, dass das nicht so weit greift? Möglicherweise, ja. Wir können mal kurz was probieren und das Ganze hier einstellen. Muttergen T2. Schauen wir mal, ob er hier produziert wird. Nein, auch nicht. Auch nicht. Dann fehlt es an irgendwas anderem. Honig. Honig ist voll. Daran liegt schon mal nicht. Die gemeinen Larven sind eigentlich da vorne. Also an denen liegt es auch nicht. Mutagen ist auch hier. Wir schauen mal hier aus. Die gehen. Die gehen wiederum. Lassen wir mal ein bisschen davon produzieren. Wir machen mal ein bisschen. Schadet uns ja nicht. So, Wasser ist jetzt auch voll. Wasser ist jetzt voll. Wie schauen wir mit Silizium aus? Silizium läuft endlich wieder voll. Also, wir sehen schon, zum Schluss wird alles gut. So soll es sein. Der Kunststoff scheint auch. Ist ja voll gelaufen tatsächlich. Ah, geil. Jawohl. Volle Lager, wohin mal guckt. Wohin mal, ja. Wohin man guckt. Was macht die Superlegierung? Perfekt. Einfach perfekt. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Alu. Alu kümmern wir uns gleich drum. Die Pulsar-Geschichte können wir dann auch bald, die gehört auch bald der Vergangenheit an. Genauso wie viele andere Quarze dann auch. Wie schauen wir mit den Triebwerken aus, die hier fleißig produziert werden oder nicht? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ach du heiliger Bimbam. Langt auch. Können wir auch mal aussetzen lassen. Da tut sie aber im Moment eh nichts, da fehlt es an. Entweder ich nehme an, Iridiumstäben wahrscheinlich. Sollte man eventuell gleich herstellen. Nehme mal an, die sind gut, aber aus. Wie schauen wir aus mit Iridium? Wie viel haben wir da davon? Nicht so viel. Okay, aber ist nicht schlimm. Wir können ein paar Stäbe daraus machen, dann sollte es auch wieder nachkommen auch. Also das ist nicht so tragisch. Okay, cool. Wir haben das neue Gebiet, haben wir begutachtet und bewundert. Das ist mega gut. Wir bräuchten jetzt für die Tierdingens bräuchte man einen Haufen Dingens, Bummens. Ich würde gern, weiß ja nicht, was ich dafür verwende. Ich schaue mal, na gut, bei den Spezies vielleicht nicht unbedingt. Token haben wir wieder bekommen. Ich versuche das zu nehmen, was ich mehrfach habe. Damit wir von überall ein bisschen was haben, aber so viel mehrfach ist es halt dann nicht. Warte mal. Schwierig. Warum ist das größer eins hier und das ist hier? Da muss man ja richtige Opfer bringen hier. Für diese Rakete. Das ist ja bitter. So, wie schauen wir aus, Mutter. Habe ich nicht gesagt, wir stellen hier Mutter Gen T3 her? Warum wird das nicht? Ach so, jetzt soll es halt liefern auch lassen, gell? Sonst tut sie da natürlich nichts.
Aber ihr seht schon, Drohnen müssen genügend verfügbar sein, weil sonst wird das nicht so ruckzuck gehen. Ich habe übrigens noch mehr Produktionssicherung, sehe, also die hätte ich nicht einmal kaufen müssen, ich hatte noch welche. Ha, ha, ha. Okay. So, Mutagen T3. Füllen wir nur ein bisschen an. Warum T2 nicht funktioniert hat, weiß ich immer noch nicht, ist aber nicht schlimm. Dann. Ich habe tausend Ideen, was ich tun will, und da bei den vielen Ideen vergesse ich dann die Hälfte und zum Schluss weiß ich gar nicht mehr, was ich machen wollte. Schwierig. Genau, die Rakete. Also ein Triebwerk. Da schicke ich aber auf jeden Fall nur eine Mal, weil so viel Mutagen habe ich noch nicht, dass ich das jetzt tausendfach da in den Himmel schicke. Osmiumstäbe könnte man dann auch irgendwann mal bei Zeiten herstellen. Ein paar zumindest. Ein paar wenige wenigstens. Iridiumstäbe, sehr gut. So, dann würde ich hier gerne mal abändern in Richtung T4. Da brauche ich wiederum Mutagen T3 und Mutagen T1 dazu. Ich will für überall ein bisschen was. Ich brauche nicht viel. Aber so, dass wir halt was verfügbar haben. Wie gesagt, warum das T2 noch nicht funktioniert, schauen wir nachher an. Ist überhaupt nicht tragisch. So. Muttergehen. Achso, warum habe ich die Stäbe rauspackt? War ja völliger Quatsch, ich brauche die Stäbe erst für die Extraktoren. Machen wir aber auch gleich dann. Kümmern wir uns auch gleich darum, ist es nämlich gar nicht schlimm. Brauchen wir so oder so. Okay, dann... Da habe ich schon wieder vier Stück. Denke, ich lasse es dann mal für den Moment gut sein. Hauptsache, wir haben mal. Und T2 müssen wir halt dann noch herstellen. So, von unten holen wir sie Titan. Titan, also Silizium ist jetzt kein Problem mehr. Silizium ist wieder das, was es sein soll, nämlich voll. Genauso wie der Kunststoff, der lange gestockt hat. Warum habe ich jetzt Titan rausgenommen? Ich sage, da seht ihr mal, wie verwirrt, was ich bin manchmal. Passiert natürlich nur ab und an. So. Tierstreuerrakete, zack. Oh, wie schön. Ich liebe diese Raketen. Ich liebe diese Raketen. Voll geil. Flieg los, kleine Rakete. Oh nein, ich sehe nichts mehr. Zu viel Nebel. Zu viele Raketen. Ihr wisst schon, Staub. Triebwerksausfluss, was weiß ich. So, wir haben die Rakete losgeschickt. Somit haben wir auch eine Tiermultiplikator-Rakete am Start. Wir sind bei 1,23 TTI. Wir gucken jetzt mal auf die Monitore, wie es denn jetzt so aussieht im Gesamten. Säugetiere. Sind wir kurz davor. Wir sind kurz vor der Forschung oder der nächsten Terraforming-Stufe Säugetiere. Auch voll gut. Voll geil. Wir haben unfassbar viel Dingsbums. Strom nur zur Verfügung. Und das Tierheim, genau. Tierheim kommt jetzt und dann der Futterspender. Und das, der Extraktionsplattform, scheint dann wohl so ein bisschen das Ende des Spiels zu sein. Also man kann es ja jetzt beenden, man muss es aber auch nicht. Aber ich nehme an, mit dieser Plattform, die du dir dann bauen kannst, kannst du quasi wahrscheinlich den Planeten dann verlassen. Das wäre so meine Vermutung, die ich habe. Ansonsten, ja, haben wir jetzt, wie gesagt, auch die Scheuerrakete und was haben wir hier noch, das Jetpack. Stufe 4, aber da ist es jetzt auch nur eine Frage der Zeit, das geht jetzt rucki zucki. Das geht jetzt rucki zucki. Terraforming 1,24. Wir könnten fast hier schon stehen bleiben und aufs Tierheim warten. So schnell geht es. Biomasse. Ihr seht ja, wie das jetzt dahin saust. Es werden tonnenweise Tiere hier. Die vermehren sich hier auf diesem Planeten. Wie die Doofen. Und so soll es auch sein. Das würde ich trotzdem gerne schauen. Dieses Gebiet da oben haben wir jetzt erforscht. Ja.
Es ist viel Eis, sagt sicher auch noch, guck, da ist so ganz, ganz viel Platz für mehr. Oh, ich finde das so doof mit den Cursor-Tasten hier. Vor allem, dass du es nicht wenigstens mit den Cursor-Tasten der Tastatur machen kannst. Nur Platz für ganz viel mehr. Ich bin mir ja nicht einmal sicher, ob das Gebiet nicht auch neu ist. Oder hier. Hier, das scheint doch... Hier doch, das scheint doch neu zu sein. Weil hier schaut so aus, wie wenn überall Wasser wäre. Oder weiß ich nicht. Das scheint doch ein neues Gebiet zu sein. Bin mir nicht sicher. Bin mir ehrlich gesagt wirklich nicht sicher. Wo jetzt wirklich was Neues. Das sieht ja mal, wie man solche Dinge merken kann. Nicht? Ist aber auch wurscht. So. Nachrichten gibt es eh nichts Neues. Das ist die, die wir jetzt zum Schluss hatten. Genau. Okay. Perfekt. Wir brauchen einen Osmiumstab. Also wir brauchen mehrere Osmiumstäbe. Wir rüsten uns aus für die Erzextraktoren jetzt zuerst einmal beim Alu. Ja, wobei. Ja, komm. Komm, wir machen zuerst das Alu, dass das einmal wieder läuft, so wie es soll. Oh, shit, das habe ich auch vergessen zum Ausstellen. Jetzt ist das Osmium sicher aufbraucht. Jetzt ist es sicher aufbraucht, das Osmium, aber was soll's. Superlegierung. Könnte dafür da schnell ein paar Stäbe machen. So ein bisschen wenigstens. Tut sich hier überhaupt was? An was scheitert's, mein Freund? Am Alu wahrscheinlich, oder? Ich nehme an, es scheitert am Alu. Kann das sein? Nö. Hä? So, Kunststoff können wir sich mal sparen. Anscheinend war die Reichweite nicht weit genug. Da geht's halt gleich dahin, ne? Aber es sollte ja auch gleich wieder danach was nachkommen. Von daher ist es nicht schlimm. Uran läuft... was heißt Uran? Iridium zum Beispiel läuft überhaupt nicht. Iridium scheint auch vollgepackt zu sein, also auch... Aber da dachte ich eigentlich... Iridium dachte ich eigentlich... Ach. Tja. Sowas aber auch. Darum ist Iridium aus. Dafür haben wir aber gar nicht viele. Also so richtig schnell läuft es auch nicht. Warum wird das nicht abgeholt? Manchmal geht es so super flott und manchmal gar nicht. Und es tut sich auch schon wieder nichts mehr. Also, aha. Weil schon wieder aus, okay. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 45, na ja. Ja, okay. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So, was mache ich jetzt mit dem Biokunststoffklumpen? Überlage, würde ich sagen. Ja, wir müssen im Endeffekt alle Rohstoffe irgendwann mal aufarbeiten. Jetpack Stufe 4 haben wir freigeschalten. Cool. Jetpack Stufe 4 schauen wir uns in der Sekunde an. Vorher hole ich nur gleich das Titan noch raus für die Extraktoren. So. Das passt vor allem, beziehungsweise war zu viel, weil drei Extraktoren, wobei drei Extraktoren für Alu wahrscheinlich eh schon übertrieben ist. Vielleicht, naja, schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht. Jetpack Stufe 4. Hier ist es. Brauchen wir nur zweimal Blasarquarz und einmal Schwarzpulver. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir das hinbringen.
weiß ich jetzt nämlich nicht, ob ich die zwei Quarze habe. Ha! So ein Glück aber auch. Kann ich ja jetzt mit gutem Gewissen rausnehmen, weil ich weiß, ich finde sie auch wieder. So Schwarzpulver habe ich vergessen. Man findet sie ja jetzt, beziehungsweise wir können sie abbauen. Ich glaube sogar, ich gehe vorher mit den Extraktoren und gehe da hinten das abbauen. Einfach, weil ich gern hätte, dass diese Quarze auch abgebaut werden. So, Jetpack Stufe 4. Zack. Da ist es. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Pass auf, ich hole nochmal für überall eins raus. Ich möchte 4 Extraktoren bauen können. Oh, vielleicht sogar 5. Für die Quarze hinten. Wir gehen ins Dingsbums, haben wir Essen mit. Einmal essen, einmal trinken, das passt. Wir sausen nach hinten und um die normalen Rohstoffe kümmern wir uns dann einfach demnächst. Wir sausen nochmal ins neue Gebiet und schauen, was wir hier abbauen können. Oh, 1,25 TTI, wir haben übrigens die einfach geschaltet. Ich sage ja, da kommen 1000 Dinge und die kommen nicht hinterher. Stresst mich. Was brauche ich denn da dafür? Wo ist denn dieses Tierheim? Ich sehe es gar nicht. Ich sehe es gar nicht. Biodom? Ich hätte auch die Info gar nicht mitgerallt, dass es freigeschalten ist. Aquarien, Schmetterlingskuppel, Biodom. Sicher Tierheim. Amphibienfarm. Okay. Schauen wir uns dann an. Schauen wir uns an. Warum, weshalb, wieso? Das wollen wir natürlich wissen. So. Aber ich finde es interessant, wenn ich so über die ganze Laufbahn oder diese Entwicklung dieser Staffel so nachdenke, wie oft man zu Beginn natürlich Dinge hört von Leuten, die schon weiter waren als wie ich, die sagen, ja, mach so und so viel besser. Macht jetzt natürlich im Nachhinein gesehen alles Sinn, aber wenn du halt, man muss ja halt auch in die Situation versetzen, wenn du frisch anfängst, kannst du vieles nicht nachvollziehen einfach, weil, ja, warum jetzt, warum sollte, weil ich habe doch Platz und der Pipapo und bla bla bla. So, jetzt hat sie irgendwas getan, aber ich weiß nicht was. Danke für nichts. Ja, jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, ja klar, stimmt. Hätte ich gleich so gemacht, müsste ich jetzt nicht 1000 Mal hinterherlaufen und Dinge nachbessern. Also ich finde es nicht schlimm. Das überhaupt nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Weil wie gesagt, ich bin auch so gepolt, dass ich es auch überhaupt nicht stressig habe. Jetzt haben wir es Tierheim freigeschalten. Reach Mammals Level und Futterspender für Tiere. Ach, das Tierheim kam quasi mit der... Mit den Tieren dann auch, mit der Terraforming-Stufe Tiere. Drum. Wir haben eine neue Terraforming-Stufe erreicht und wir haben Tierheim und Futterspender freigespielt. Heißt für uns, wir haben gleich wieder einiges zu tun und können in Zukunft viele Tiere auch mit DNA-Strängen, unterschiedlichste Tiere, züchten und generieren. Das ist ziemlich cool. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ich habe nur im Discord-Server mal ein Tier gepostet bekommen. Von einem Zuseher. Von euch. Das super süß aussah. Und bin wirklich gespannt, was da so machbar ist und was da rauszuholen ist. So, die Höhlen müssten hier jetzt irgendwo sein. Da ist schon mal eine. Hier würde ich zum Beispiel nur einen aufstellen.
Moment. Warum? Okay, es gibt hier zwar Quarze. Es gibt hier Quarze, aber du kannst sie nicht. Du kannst sie nicht aus dem Boden fördern. Okay. Erzextraktor T3. Das ist schon der Richtige. Okay. Planänderung. Nix damit, von wegen. Wir bauen jetzt ab und brauchen nichts mehr produzieren. Nö, wir können sammeln gehen, wenn wir wollen, aber das war's dann auch. Da ist nichts mit abbauen. Cool. Da würde ich mir vielleicht natürlich in Zukunft wünschen, wenn es in Zukunft ein Bauteil geben würde, das auch Quarze fördern kann. Ja klar, mir ist schon klar, dass ein Quarz kein Erz ist. Hätte aber trotzdem fast vermutet, dass das funktionieren könnte, müsste, sollte. Tut es aber nicht. Okay, cool. Cool, auch okay, nicht schlimm. Grundsätzlich nicht schlimm. Das heißt, wir können sie zwar abbauen, wir können sie aber nicht an Tageslicht fördern. Oh, guck einen an. Guck einen an. Was lasse ich denn jetzt hier? Das Titan, das finde ich ja sowieso, oder? Nummer 10, genetisches Merkmal, Biolumineszenz 10. Okay, ist natürlich gerade eine kleine, es ist kein Klatsche nicht, aber eine interessante Erfahrung gerade. Dachte jetzt schon, dass das machbar werden wird. Hä? Was bauen wir denn hier ab? Hä? Ach, Uran. Was haben wir hier jetzt? Ach, wir sind hier. Okay. Aha, hier gibt es eine Verbindung in die Uranhöhle. Mhm. Ich verstehe. Ich verstehe. Violett. Dann würde ich sagen, wir machen sie auf in Richtung Aluabbau. Und tun das, was wir ursprünglich vorhatten. Das heißt, wir können da hinten jederzeit auch Quarze sammeln gehen. Weiß ich dann noch nicht. Kann man natürlich jetzt mal kurz machen, wenn ich zum Beispiel für irgendein Portal einen Quarz brauche, den ich nicht habe. Aber ansonsten, ja, nun, okay. Okay, gut. Wir wissen auf jeden Fall, da hinten gibt es sie. Schade, dass man sie nicht abbauen kann. Fand das schon ziemlich cool eigentlich, diesen Gedanken. So. Es ist so schön. Hallo? Auf, auf. Also trinken könnten wir mal. No. Da sind sie schon. Gut. Aluabbau, genau. Also, wir stellen hier mal die Extraktoren auf. Lassen hier Alu abbauen, lassen hier natürlich auch Alu abholen. Wo ist es hier? Wie viel mache ich denn bei Alu? 2. Kann ich den da dran packen? Ja, nein, vielleicht.
Jo. Nicht Nachfrage, sondern Angebot. Ich würde sagen, wir machen 3. Zwar nicht so das Gefühl, dass Alu jetzt so ein Problem ist, aber wir könnten ja jederzeit auch umstellen auf irgendetwas anderes im Fall der Fälle. So. Naja. Da würde ich schon gern das mitnehmen, was ich brauchen kann. Was an Materialien wichtiger ist als wie Eisen. Osmium zum Beispiel. Gut, ich gebe zu, ist ein bisschen schade, dass das da jetzt so rumliegt. Das hier jetzt auch machen? Das ist halt doof. Das einfach wegzuschmeißen ist eigentlich doof irgendwie. Irgendwie ist es schade drum. Ich lasse das mal so. Wir haben jetzt 3x Alu. Wir haben ja auch Strom in dem Sinne genügend zur Verfügung, dass wir da jetzt nicht groß sparen müssen. Dann, ich glaube, Iridium war auch so ein Ding, wo wir gesagt haben, könnte man mal gucken. Ist da gerade ein Fisch geflogen? Ist da gerade ein Fisch vorbeigeflogen an uns? Ihr habt es doch auch gesehen, den fliegenden Fisch. Wir schauen nochmal schnell in die Uranhöhle, wie viel dort abbaut wird. Multiplikatorsicherung hätte man nämlich auch genug, um auch dort zum Beispiel die Produktion ein bisschen zu beschleunigen oder den Abbau ein bisschen zu beschleunigen. Aber wir schauen nochmal kurz, was wir hier jetzt haben. Ich habe vorher zwar geguckt, aber ich habe es natürlich wieder vergessen. Also eigentlich nur mal ein alter und lauter neue. Guck mal, wie viel wir hier haben. Machen die alle Uran, Iridium? Achso, ich brauche ja gar nicht reingehen. Iridium, 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 Iridium. Das ist der einzige. Das ist der alte, der ist natürlich auch wieder mehr oder weniger vollgelaufen soweit. Logo. Und auch, wow, wir haben so viel Iridium hier und trotzdem passiert es uns immer wieder, dass das ausgeht. Krass. Krass, soll man nicht glauben. So, zurück zur Basis. Wir schauen mal, was jetzt in den, theoretisch, ob es nur eine Terraforming-Stufe gibt. Ich wüsste ja gar nicht, was das sein soll. Nächste Stufe. Planet. Vollständig bewohnbarer Planet. Ökosystem. Was weiß ich, keine Ahnung. 0,44%. Hat auf jeden Fall keinen Titel. Wir haben auf jeden Fall Säugetiere freigeschalten. Und wir haben jetzt auch... So, wo haben wir denn das? Futterspender für Tiere. Okay, easy baubar, kein Problem. Und das Tierheim. Auch kein Problem. Geil. Voll geil. Werden wir uns... definitiv dann auch gleich widmen. Wir entleeren mal unser Inventar. So, die Dinge konnte er nicht zusortieren. Ist nicht schlimm. So, dann lassen wir das alles nur aufteilen. Resttimer selbstständig auf. Die Quarze haben wir ja hier irgendwo, die habe ich wohl nicht. Nicht belegt, dass sie verteilt oder eingesammelt werden. Genau, Nachfrage, dann müsste ich sämtliche Quarze natürlich eingeben. Bin ein bisschen traurig. Bin wirklich ein bisschen traurig, dass man die nicht abbauen kann. Ich fand es so cool, diesen Gedanken, dass du die dann abbauen kannst. Ach shit, nein, 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 nicht Pulsar. Hör auf damit. Oh, kann ich den nicht wegnehmen? Ah, oh, es ist so doof. Es ist einfach so doof.
dass wenn du die einmal verklickst, alles wegmachen musst. So. Okay. So, ich nehme mal an, für den Pulsar habe ich natürlich doch Hobbyplatz. Passt. Sehr gut. Dann haben wir noch Gen, Mikrochip, Methan, alles Zeug hier. Hier wird fest entsorgt. Was willst du auch sonst machen damit? Aber zuerst haben wir nicht gewusst, wohin mit Silizium, woher mit Silizium. Jetzt wissen wir wieder nicht, wohin damit. Methan habe ich sicher auch keinen Platz. Oder Stickstoff oder was das ist. Okay. So, die Genprobe. Der Mikrochip. Packen wir auch hier rein. Zugangskarten haben wir auch noch und durch. Und dann nur die Blümchen. Dann haben wir alles aufteilt. Achso, die Pflanzen. Die habe ich, glaube ich, oder? Habe ich die schon irgendwo Nullner sammeln? Die sind hier. Und was haben wir hier? Die Orema-Pflanze. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Orema haben wir meine noch nicht. Die packe ich mal hier hin. Okay, cool. Sehr cool. Also, da muss ich schon sagen, apropos. Das macht schon ein bisschen höher, gell, das neue Jetpack. Schneller scheint es ja auch zu sein. Super gut. Super gut. Also ich würde sagen, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit am Start wart. In der nächsten Folge kümmern wir uns um Tierheim, Tierfutter, Tierzucht und alles, was dazugehört. Bin ich schon gespannt, was uns da erwartet. Freue mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet, mit dabei seid und mit uns entdeckt, was es alles Neues gibt im Full Release von Planet Crafter. Bis wir uns dann wieder sehen, nämlich morgen quasi. Wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, macht es gut. Tschüssi und ciao, ciao.